Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Produktreview. Hier ist das Ding und das ist der USB Turbocharger 1200 von Proporter. Mir von der Firma Proporter kostenlos zur Verfügung gestellt. Jo, hier mal die ganze Chose in Nahansicht. Hier das Querformat. Hier nochmal ein paar Details. Ja. Und natürlich hier die Rückseite. Wer das intensiver lesen möchte, muss auf Pause machen. Ja, damit kann man so ziemlich alles überall und zu jeder Zeit wieder aufladen, USB-technisch. Ja, dabei ist in dieser Packung ein USB Turbocharger 1200 Battery Pack, ein Retractable USB-Cable, also sowas wie das hier müsste das dann sein. So eins, was man so auseinanderziehen kann und dann wieder, ne? Sowas müsste also drin sein, das werden wir aber gleich sehen. Und dann sind drin Connector Heads, also Verbindungsköpfe für iPod, iPhone, Nokia, Sony Ericsson, Mini-USB, Micro-USB, Nintendo DS Lite und ein Trageriemen-Täschchen oder sowas. PSP Connector Head available free of charge from Proporter.com. Also wenn man für PSP was braucht, muss man das noch dort anfordern, kostet aber nichts. Hier unten nochmal die Internetadresse, die steht natürlich auch oben im Video. Und Dr. Sting geht wieder operieren. So, das wäre das eine. Dann haben wir noch ein zweites. Das müsste es dann gewesen sein. Gut. Dann wollen wir nochmal gucken, wie das Ganze aussieht. Etwas widerborstig das Ganze. Ah, jetzt. So, das ist dann die leere Schachtel. Die tun wir mal auf die Seite. Dann haben wir hier das Tragetäschlein. Da ist auch was drin. Das machen wir dann jetzt natürlich als erstes mal auf. Und werden mal gucken, was da sich drin befindet. So, die eben angesprochenen Connectorköpfe, dann hier die Bedienungsanleitung und so weiter. Ja, das ist der Connector fürs iPhone, würde ich sagen. Hier haben wir dann den Proporter Retractable, ganz schön lang und funktioniert super. Und darauf kann man jetzt dann die verschiedenen Aufsätze drauf machen. So, wäre dann für iPhone, würde ich mal sagen. Und hier haben wir dann noch Mini-USB, Micro-USB. Ja, und hier haben wir noch irgendwelche, keine Ahnung. Und das sieht aus wie, keine Ahnung, Sony oder so, wen interessiert. Wahrscheinlich diejenigen, hier noch die Pappe mit dem schönen Logo. Und hier haben wir natürlich das Hauptgerät. Wolle, ist das da fest drin? Na, so, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Dann haben wir hier erstmal den USB. Den kriegt man dann ganz einfach raus. Mit dem Fingernagel einfach anheben und dann zack. Dann haben wir hier den Schalter von 5 Volt auf 5,5 Volt. Ja, USB-Stecker, hier ein Knopf, LEDs. Ja, das ist sozusagen der First Look. Das Ding ist logischerweise nicht geladen. Das werde ich dann jetzt mal aufladen und testen und dann kommt das Review dazu. Jo. Finde ich cool, dass das hier diese Lösung gefunden hat. Damit ist das nämlich sehr, sehr flach, sehr, sehr klein
und ja, sehr schnuckelig gehalten. Hier noch die Daten. Ja, scheint ein tolles Gerät zu sein. Das werde ich natürlich, wie gesagt, testen. USB Turbo Charger, damit kann man eigentlich so ziemlich alles aufladen, was über einen USB-Anschluss verfügt. Jo, saugeil. Vielen, vielen, vielen Dank an Proporter. Bedanke mich für das Zusenden dieses Gerätes und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und bis neulich. Cheerio, Miss Sophie.